Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute packe ich mal das Nokia Lumia 1520 aus und teile meine ersten Eindrücke mit euch. Viel Spaß! Nokia hat sich beim Gestalten der Schachtel echt Mühe gegeben, etwas Eigenes zu machen und sich so von den anderen Herstellern nochmal ein bisschen abzugrenzen. Denn im Gegensatz zu den meisten Smartphones muss man hier keine Pappdeckel abheben, sondern kann den Inhalt der Box an einem Stoffbändel aus der Verpackung herausziehen. Ganz oben kommt einem das riesige Handy entgegen, das zum Schutz noch in einer Plastikfolie eingeschweißt ist. Weiter unten findet man dann eine Pappplatte, in der das Werkzeug für den SIM-Kartenschacht eingelassen ist, und eine Pappschachtel, die eine einzige kleine Bedienungsanleitung enthält, in der quasi so drin steht: Bitte verklagen Sie uns nicht, wenn Sie Ihr Handy in die Mikrowelle stecken und es danach kaputt ist. Des Weiteren bekommt man noch einen Steckdosen auf USB-Adapter zum Aufladen, ein Micro-USB-Kabel ebenfalls zum Aufladen und halt zum Übertragen von Daten, sowie ein paar crappige In-Ear-Kopfhörer. Aber kommen wir doch mal zurück zum Star der Show, der immer noch in seinem Plastikmantel steckt. Wenn man den entfernt, stolpert man gleich über den SIM-Kartenschacht, der dank einer weiteren Folie irgendwie schon halb offen ist. Das ist ziemlich praktisch, denn so kann man seine Karte direkt einlegen, ohne das Öffnungswerkzeug überhaupt benutzen zu müssen. Was einem aber unweigerlich sofort auffällt, ist: Das Ding ist riesig. Und ich meine richtig riesig. 6 Zoll hören sich auf dem Papier schon viel an, aber in echt ist das noch größer als man denkt. Ihr habt sicher schon mal irgendwo ein Video über das Galaxy Note 3 gesehen, in dem die Größe des Displays dadurch demonstriert wurde, dass ein ganzes iPhone in das Display hineingepasst hat. Nun, das geht mit dem Lumia 1520 auch, aber das kann man sich ja denken. Viel krasser fand ich da, dass es auch mit einem deutlich größeren Handy möglich ist, und zwar mit dem 5 Zoll großen Google Nexus 5. Und das ist echt wow. Gerade wenn man die Geräte einfach mal nebeneinander legt, kann man diesen enormen Größenunterschied echt gut sehen. Und im Vergleich zum Nexus 7 Tablet wird einem dann auch ganz schnell klar, dass es sich beim Lumia 1520 ohne Frage um eine Mischung aus Smartphone und Tablet, also ein Phablet, handelt. Wenn man das Gerät dann mal angemacht hat und sich durch den nicht gerade gut gestalteten Einrichtungsprozess durchgeschlagen hat, landet man dann auch schon auf dem wunderbaren Lifetile-Homescreen in Windows 8 Optik, der direkt einen guten Eindruck auf mich gemacht hat. Ich werde mich jetzt aber mal, ähnlich wie es beim Nexus 5 auch schon gemacht habe, ein wenig mit dem Gerät beschäftigen, versuchen es genau zu verstehen und dann bald in einem Review ausdrücklich darüber berichten, wie dieses dritte mobile Betriebssystem und auch die Hardware vom Lumia 1520 sich so im Vergleich mit Android-Smartphones und dem iPhone schlagen. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen, denn das wird sicherlich nicht gerade uninteressant. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle jetzt aber auch schon wieder für dieses kurze Video. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch fürs Zusehen und ich würde sagen, ciao, wir sehen uns beim nächsten Video. We'll be right back.